Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und heute ist für mich auch ein ganz besonderer Tag, denn endlich ist mein neues Buch da, Reise in die Freiheit, wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand. Und ich möchte euch kurz die Geschichte erzählen, wie es zu diesem Buch kam. Es ist wirklich ein langer Prozess gewesen und zwar letztes Frühjahr war ich auf der wunderschönen Insel Koh Phangan in Thailand und war dort in einem veganen Restaurant. Und wir waren dort mit Freunden und ich habe ein bisschen aus meiner Reisezeit, als ich durch die 2 Jahre durch die Wildnis in Frankreich und Spanien gewandert bin, einer Freundin erzählt. Und die war sofort total begeistert und meinte, du musst unbedingt ein Buch über diese Zeit schreiben. Und das war wirklich der Ausschlag, weil in dem Moment, als sie mir das gesagt hat, wusste ich, okay, also das ist jetzt wirklich dran, es ist das, was jetzt sein soll. Ich mache immer das, wo ich ganz stark fühle, dass das wirklich durch mich in die Welt kommen soll. Genau, und ich wusste einfach, okay, das ist das nächste wichtige Projekt. Und dann hat es eben bis heute gedauert und jetzt ist dieses wunderschöne Buch endlich da. Ich weiß natürlich nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit und Zeit auf mich wartet. Es ist doch, weil ich habe ja, das ist mein zweites Buch. Mein erstes Buch, das kann ich dir auch kurz zeigen, weil es hier zufällig liegt. Das ist mein erstes Buch, das vegane Kochbuch. Ist schon ein bisschen her. Und so einen autobiografischen Roman zu schreiben, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als ein Rezeptebuch zu verfassen. Ja, und ich habe dann mich auf den Weg gemacht immer schon so ein bisschen überlegt, so ein bisschen geschrieben. Und dann im Frühjahr diesen Jahres habe ich tatsächlich einen Verlag gefunden und auch eine Deadline bekommen. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht wirklich ganz gezielt jeden Tag an diesem Buch schreibe, schaffe ich es nicht. Und habe dann überlegt, weil ich ja Regenbogenkreis habe und sehr, sehr viele Projekte, wie ich es überhaupt schaffen kann, genug Zeit zu finden. Und habe es dann so gemacht, dass ich mir jeden Nachmittag komplett geblockt habe. Das heißt, nachmittags war alles abgeschaltet, ich war nicht erreichbar. Und ich bin dann immer raus in die Natur, meistens ans Meer. Und habe mich optimal am Meer eingerichtet. Ich habe mir einen Bollerwagen besorgt, habe dann also einen Schirm mitgenommen und so ein Teil mit Rückenlehne und noch so einen Bambustisch, wo ich meinen Laptop draufsetzen kann und habe dann immer, also fast immer, wenn das Wetter es erlaubt hat, mit einem wunderschönen Blick aufs Meer an diesem Buch geschrieben. Und das war natürlich auch perfekt, weil es geht ja um meine Zeit in der Wildnis. Und dann war es natürlich auch ideal, in der Natur direkt in der Sonne am Meer zu schreiben. Und ja, und es hat zeitlich auch alles wunderbar gepasst, war wirklich ein intensiver Prozess, weil ich habe einfach immer intuitiv drauf losgeschrieben und am Ende hatten wir die Aufgabe, diese vielen verschiedenen Kapitel in eine sinnvolle chronologische Reihenfolge zu bekommen und zu gucken, dass auch alle Zusammenhänge wirklich stimmen, da ich ja auch vieles aus meiner Erinnerung herauskramen musste, weil diese Reise, die ich da beschreibe, die ist zwar hochaktuell von den Themen her, aber sie war vor 30 Jahren in Spanien und Frankreich, noch eine ganz, ganz andere Zeit. Ich war da unterwegs ohne Zelt, ohne Kochgeschirr, ohne Geld und habe einfach nur in der Wildnis gelebt, draußen geschlafen, im Schlafsack und mich direkt aus der Natur ernährt. So viel zu diesem wundervollen Buch und ich werde euch noch mehr zu diesem Buch erzählen beim nächsten Mal. Also schaut euch unbedingt das nächste Video an. Da geht es nämlich mehr um, welche Inhalte dich in diesem Buch Reise in die Freiheit erwarten. Und ich werde dir auch noch eine ganz tolle Geschenkeaktion vorstellen für alle, die das Buch jetzt vorbestellen. Also ich freue mich riesig und freue mich darauf, das mit dir zu teilen. Und wenn du schon mehr erfahren willst, dann geh auf die Seite regenbogenkreis.de/Reise in die Freiheit. Also Reise-in-die-Freiheit oder einfach regenbogenkreis.de/RIDF, die Abkürzung, dann kommst du auf die Seite, wo du einfach mehr erfährst. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal, einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bis bald, dein Matthias.